Nun möchte ich Ihnen kurz zeigen, wie einfach und komfortabel wir unsere Video-Netbox im Netzwerk finden können, ohne dabei die Netzwerkadresse des Gerätes überhaupt zu kennen. Sie sehen hier einmal auf meinem Desktop den IP-Finder aus dem Hause Dallmayr, womit Sie problemlos und einfach über Ihr Netzwerk die Video-Netbox und Dallmayr Videoprodukte finden können. Ich starte Ihnen hier einmal mit Doppelklick auf das IP-Finder-Symbol. Dort sehen wir das Programm mit dem einfachen Aufbau. Ohne irgendwelche Schwierigkeiten können wir hier über den Button Scan auf der rechten Seite einmal draufgeklickt. Sie sehen dort, ich habe meine Videonetbox gefunden mit der IP-Adresse 192.168.2.230. Der Typ eine Videonetbox. Die Seriennummer wird angezeigt, sowie die Firmware-Version und natürlich auch die MAC-Adresse und die eingestellte Uhrzeit. Das ist schon der ganze Prozess, um eine Videonetbox im Netzwerk zu finden. Auch eine Dallmayr IP-Kamera lässt sich problemlos über das Netzwerk mit dem Programm IP-Finder finden. Dazu starten wir wie gewohnt den IP-Finder mit Doppelklick. Drücken auf den Button Scan und wir finden sofort mit der IP-Adresse 192.168.2.28 unsere DF3000 IP-Kamera. Auch hier sehen wir die Seriennummer, die Firmware-Version, die MAC-Adresse sowie die eingestellte Uhrzeit und das Datum. Dies war es schon, um eine IP-Kamera in Ihrem Netzwerk aufzufinden.